Uhr. Dann würde ich sagen, starten wir und ein herzliches Hallo zusammen. Ich bin Markus Böhm, arbeite seit über 20 Jahren beim Bildungswerk im Beratungszentrum Montabaur und berate von dort aus tolle Menschen aus Vereinen, Fachverbänden und Sportbünden. Außerdem bin ich Ansprechpartner für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen unserer verschiedenen Veranstaltungen. Und heute wenden wir uns an Menschen, die an einer unserer Reisen teilnehmen möchten oder aber in ihrem Verein Reisen anbieten möchten. Und dazu habe ich mir sehr erfahrene Hilfe geholt, denn mit Frank Hartmann begrüße ich den Reisepapst vom Bildungswerk Sport. Hallo Frank, bevor wir zu dir und deinem Werdegang im Reisebereich des Bildungswerkes kommen, bring uns doch mal bitte auf den neuesten Stand, was die Situationen in deinen Reisen betrifft. Wann kann endlich wieder gefahren werden? Was wurde abgesagt und was wird eventuell verschoben? Ja, auch von mir schönen guten Morgen, alle Zuschauer. Ich bin der Frank Hartmann und bin auch in diesem Jahr schon fast 25 Jahre beim Bildungswerk und bin auch da jetzt für die Wanderreisen und Erlebnisreisen zuständig. Und leider mussten wir jetzt in diesem Jahr schon einige Reisen absagen. Das war im März Mallorca, im April Madeira. Zurzeit wäre ich jetzt wieder auf Mallorca mit einer Gruppe. Dann mussten wir die Menorca-Tour im Mai absagen und die Cornwall-Tour im Juni. Und ich gehe davon aus, dass wir auch die Reisen nach Sardinien und Toskana im Juni auch noch absagen müssen. Und hoffe natürlich, dass es im Juli vielleicht wieder weitergeht. Aber da steckt man im Moment noch nicht drin. Das liegt nicht in unseren Händen und deshalb, da müssen wir ein bisschen abwarten noch. Ja, ich denke, Markus, bei dir, bei den Motorradreisen, wie sieht es da aus? Ist, glaube ich, auch nicht anders, oder? Ja, ich starte ja ein bisschen später im Jahr als du. Geplant sind in diesem Jahr wieder zwei Touren. Für die Alpentour am 21. Juni haben wir sogar aufgrund der großen Nachfrage noch eine vierte Gruppe zusätzlich gebildet. Und ich hoffe sehr, dass die Reisebeschränkung für Österreich bis dahin aufgehoben ist und unser Haus Rheinland-Pfalz, das Haus vom Landessportbund in Oberjoch, unsere langjährige Heimstätte wieder geöffnet hat. Die Signale aus der Politik lassen uns ja im Moment hoffen. Aber gemeinsam mit den Tourguides erarbeiten wir im Moment auch schon alternative Tagestouren, die ohne Grenzübertritt auskommen. Und von daher fühlen wir uns gut gerüstet, wenn es denn wenige Tage vor der Tour das Okay fürs Hotel gibt. Für die zweite Tour im Herbst bin ich sehr zuversichtlich, dass die Tour aufgrund des längeren Vorlaufs auf jeden Fall stattfinden kann. Aber du startest ja mit deinen Wandertouren im Frühling. Was passiert denn jetzt mit den Reisen, die bereits abgesagt werden mussten, und was ist mit dem Geld der Teilnehmer? Ja, ich hatte ja schon gesagt, welche Touren abgesagt wurden. Und da haben wir das so gemacht, also alle Teilnehmer, die zum Beispiel im März nach Mallorca mit sollten oder im April nach Madeira, haben also von uns ein schönes Absageschreiben bekommen. Darin wurden die Bankverbindungen und so weiter angefordert. Und es konnten also die Teilnehmer konnten uns diese Bankverbindungen zusenden, die haben wir dann eingetragen in den Kursverwalter und so wurden doch schon mal die Gelder für diese zwei Reisen zurückgezahlt oder ist noch im Werden. Dann haben wir also die nächsten Reisen, die abgesagt wurden, da haben wir also direkt einen neuen Termin können schon mit angeben. Ich hatte also mit dem Reisebüro gesprochen. Wir haben also auch schon Termine, habe mit den Hotels gesprochen und haben also Termine für nächstes Jahr schon feststehen und habe also den Teilnehmern einfach den neuen Termin mitgeteilt und auch dann die Möglichkeit, dass sie sagen, wir fahren nächstes Jahr wieder mit, wir lassen die Anzahlung stehen. Und da muss ich sagen, da war bei den Teilnehmern sehr großes Interesse und ein super schönes Resümee, weil
Über 100 Teilnehmer haben davon Gebrauch gemacht und haben gesagt, wir werden nächstes Jahr dann da wieder mitfahren bei diesem Termin, der wir vorgegeben haben. Und die Reiseteilnehmer von dieses Jahr hatten natürlich Vorrang. Und so haben wir mittlerweile schon über 200 Anmeldungen für 2021. Ja, diese ja. Treue ist ja echt klasse und zeigt uns, welches Vertrauen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ins Bildungswerk haben. Danke, Frank, soweit zum aktuellen Geschehen. Lass uns doch mal ein bisschen in der Geschichte blättern und etwas aus dem Nähkästchen plaudern, wie unser Franz Josef Eutenneuer bei den Erlebnisbuffets immer sagt. Das Bildungswerk gibt es ja schon über 40 Jahre. Und es wurden auch schon vor unserer Zeit Reisen angeboten, zum Beispiel nach Tunesien. Aber so richtig los ging es ja etwa seit der Jahrtausendwende. Wie kam es aus deiner Sicht dazu? Ja, genau. Also so war es. Ich bin 95 zum Bildungswerk gekommen und war damals für die Außenstelle in Daun, für Daun Cochenzell, den Sportkreis. Und da war auch mein Vorgänger, der Winnie Schäfer, also nicht der Fußballtrainer, sondern Winnie Schäfer aus Elscheid. Er hat damals auch schon mal so eine Skifreizeit durchgeführt. Und dann war, wie du schon gesagt hast, unsere Geschäftsführerin, die Gabi Klein damals, hatte einen Lauftreff auf Tunesien organisiert und durchgeführt. Ja, und die damalige Chefin, die Gabi, hat dann immer gesagt zu uns, weil wir waren ja ziemlich neu, und dann sagt sie immer, alles, was die VHS anbietet, können wir auch anbieten. Ja, und so habe ich dann irgendwie mal gelesen, die VHS hat irgendeine Reise, Wanderreise angeboten. Und dann habe ich überlegt, das wäre doch auch was mich interessiert, und habe dann die Gabi gefragt, kann ich das auch machen? Nach dem ersten Okay bin ich dann nach Mallorca geflogen und bin da eine Woche durch Mallorca gelaufen, über die Berge, an die Küsten. Da war also wirklich nichts beschildert, da standen ein paar Steinmännchen, und habe also so mal eine Woche oder 5 Wanderungen mir zusammengestellt und bin dann wieder nach Hause. Das war 99 und habe dann die erste Ausschreibung versucht. Und damals war es so, ich wusste auch nicht, wo ich soll ich anfangen. Dann habe ich erst bei mir im Gemeinderat, ich war da zu der Zeit auch im Gemeinderat, habe da mal rund gefragt, ob da Interesse bestände. Und da haben sich direkt 8 Leute gemeldet aus dem Gemeinderat. Da waren wir schon mal die halbe Gemeinderat von Binningen schon dabei und dann noch ein paar Freunde, Bekannte. Ja, und so sind wir dann im April 2000 dann das erste Mal nach Mallorca gestartet. Und das war praktisch die erste Gruppenreise. Und ich muss sagen, und danach ging es richtig los. Ja, und wie war das bei dir? Hast du denn bei dir angefangen mit Motorradtouren? Ja, zunächst einmal gar nicht. Und dann wäre es auch fast ganz schnell vorbei gewesen. Die Gabi, die du ja eben schon angesprochen hast, hatte mich auch gefragt, ob wir im Westerwald nicht mal eine Reise vom Bildungswerk anbieten können. Und da die Gabi ja begeisterte Skifahrerin ist, war das Thema Skireise mit Kursen dann natürlich naheliegend. Und das kam mir als Skiübungsleiter auch entgegen. Dann habe ich aber mal ein bisschen überlegt und recherchiert und im Westerwald gibt es ja Gott sei Dank noch viele Vereine, die eigene Skireisen anbieten. Und unser Credo beim Bildungswerk ist es ja, nicht bestehenden Angeboten von Vereinen Konkurrenz zu machen. Das könnten wir auch gar nicht, weil Vereine da auch von der Preisgestaltung durch die ehrenamtlichen Helfer, Skilehrer, was auch immer, in der ganz anderen Angebote machen können. Und ein weiterer Punkt bei uns ist ja auch, dass wir eh immer ein bisschen neues Terrain betreten möchten. Und da ist mir mein zweites Hobby, das Motorradfahren, eingefallen. Und so habe ich dann für 2001 eine Motorradtour innerhalb von Rheinland-Pfalz entwickelt, weil ich gedacht habe, fang erst mal klein an, um zu gucken, wie das so läuft. Und habe dabei außer dem Nürburgring noch unsere damaligen Außenstellen vom Bildungswerk in Trier, Idar-Oberstein und Schifferstadt mit einbezogen, weil dort dann teilweise auch Übernachtungsmöglichkeiten waren. Und habe
tolle Strecken, also wie ich finde und wie mir im Nachhinein auch bestätigt wurde, tolle Strecken zusammengestellt mit Vollpension, kleine Gruppen, günstiger Preis. Es war eigentlich alles angerichtet, um erfolgreich zu starten. Doch trotz viel Werbung und inklusive ständigem Nachhaken in meinem Bekanntenkreis, also ich habe die praktisch bei jeder Bikerfete, bei jedem Motorradtreff angesprochen, gab es nur 6 Anmeldungen und auch im Folgejahr sind wir nur mit 7 Bikern gefahren. Ja, da kann man sich natürlich ausrechnen, dass das wirtschaftlich nicht mehr darzustellen ist und da war die Tour eigentlich gestorben. Und wenn ich nicht mit Absprache mit der Geschäftsführung einen letzten Versuch unternommen und das Konzept geändert hätte und von einer Rheinland-Pfalz-Tour auf eine Alpentour umgestiegen wäre, dann hätte es wahrscheinlich düster ausgesehen. Ich bin dann auch genau wie du mit meiner Maschine für 3 Tage nach Oberjoch gefahren und habe dort viele verschiedene Touren ausprobiert und zusammengestellt. Und das ist vielleicht auch ein Hinweis an all diejenigen, die im Verein eine Reise oder sowas anbieten. Ich denke, da wirst du mir zustimmen können. Es macht wenig Sinn, Reisen, gerade jetzt auch Motorradtouren, zu Hause mit einem Navi zu planen, dann mit einer Gruppe, von der man auch noch Geld verlangt, irgendwo hinzufahren und dort dann so zu tun, als wenn man sich auskennt. Das wird spätestens bei der ersten oder zweiten Umleitung eventuell ein bisschen kritisch. Außerdem gehe ich zumindest mal mit einem ganz anderen Gefühl dahin, wenn ich die Rastplätze kenne, die Strecken kenne, die Umfahrungsmöglichkeiten, die, wo man auch noch so ein bisschen noch dazu was erzählen kann. Ja, da bin ich also an manchen Tagen 600 Kilometer gefahren, um 2 Tagesetappen auf einmal zu machen. Und dann kam noch der glückliche Umstand hinzu bei der Werbung, dass diese Ausschreibung der Tour nicht im Lokalteil der Westerwälder Zeitung war, sondern im Regionalteil der Rheinzeitung, weil aus irgendeinem Grund auf dem Motor, in dem Motorjournal Platz war und an dem Tag war schönes Wetter. Und ab da stand das Telefon nicht mehr still und die Tour war in wenigen Tagen ausgebucht. Und seitdem sind fast 20 Jahre vergangen und über 500 Motorradfahrer waren in den Alpen, in Thüringen, in Franken und das ohne schweren Unfall, worauf ich wirklich stolz und wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Ja, ich denke, man sieht daran, dass es sich lohnt, an manchen Sachen festzuhalten, wo man davon überzeugt ist. So wie du von deinen Motorradtouren überzeugt warst, glaube ich, war es bei mir auch mit den Wanderreisen. Und ich wollte auch noch sagen, dass die Zuschauer, die uns hier heute, die heute dabei sind, auch gerne nachher im Chat noch ein paar Fragen stellen können. Und das, wie du schon gesagt hast, auch jetzt schon, können also immer wieder, wenn irgendwas ist, könnt ihr also ruhig fragen. Und der Markus hat ja schon angesprochen, dass wir da auch den Vereinen helfen werden und helfen können. Wenn wir da irgendwelche Informationen geben können, vielleicht hat der eine oder andere Verein mal vor, eine Wanderreise durchzuführen von sich aus mit seinen Mitgliedern. Und da stehen wir auf jeden Fall dem Verein mit Rat und Tat zur Seite. Natürlich müssen es Ziele sein, die wir auch schon angereist sind. Und da, wo ich mich auskenne zum Beispiel, da kann ich natürlich für die Vereine Touren zusammenstellen. Es gibt also da Möglichkeiten. Ich habe also für den Pfälzer Wanderverein schon 2-mal Mallorca organisiert. Da war es so, dass der Verein praktisch Hotel und Flüge selber organisiert hat und haben das Wanderpaket von uns, vom Bildungswerk, also mich als Wanderführer und dann meine Organisation vor Ort mit dem Bus und so weiter. Das habe ich dann gemacht. Aber genauso können die Vereine auch komplett eine Wanderreise übers Bildungswerk organisieren. Ja, da werden dann Gespräche geführt und könnte ich also jedem Verein nur raten, wenn da mal sowas Interesse ist, sich einfach hier bei uns zu melden. Ja, bei dir, ich denke, wir haben also da ein paar Tipps, die du auch bei den Motorradtouren dann noch weitergeben kannst.
weiß, Markus, vielleicht hast du da noch Ja, klar. eine Also Idee noch. es ist jetzt so, dass Sportvereine in der Regel keine Motorradtouren oder kaum, ich wüsste zumindest mal von keinem anbieten. Aber natürlich stehen wir auch unseren Teilnehmern, die bei uns mitfahren, mit Rat und Tat zur Seite, wenn die jetzt mal selbst was organisieren möchten. Und von daher sind die Tipps wirklich sehr, sehr gut, die du jetzt auch gerade gegeben hast. Aber ein weiterer Punkt, der mich noch interessiert ist, und ich hoffe auch die Zuschauer, es gibt ja viele Anbieter von Wanderreisen. Was macht denn aus deiner Sicht deine Reisen so besonders und so erfolgreich? Ja, ich glaube, das ist so, dass die Leute merken, wie viel Spaß mir diese Wanderreisen machen. Ja, ich mache das jetzt, wie ich schon gesagt, 20 Jahre und mache das mit Lust und Leidenschaft. Und bei jeder Tour freue ich mich aufs Neue, den Leuten, die dabei sind, dass die schönsten Plätze der Insel, der Ziele dort, wo wir sind, zu zeigen und freue mich, wenn dann die Rückmeldungen kommen, wow, wie schön und ja, also das ist, denke ich, ein großes Plus, das wir haben. Ich versuche Stimmung in die Gruppe reinzubringen, habe immer meine Musik dabei, einen Lautsprecher und werden also da auch immer mal so ein bisschen, ja, ein paar Tanzabende einlegen. Wir haben zum Beispiel auf Mallorca eine wunderschöne Tour. Die geht also vom Orient dann hoch auf Castell Alaro und dann wird oben ein Kaffee getrunken. Wenn wir nachher runtergehen, da gibt es eine schöne alte Finca, ein Bauernhaus. Dort wird schön gegessen, ein bisschen Wein getrunken und dann haben wir noch so 5, 6 Kilometer, die sind mit Wein im Blut super gut zu gehen und das macht riesig Spaß. Die Leute am nächsten Tag haben sie frei und dann, ich sage dann immer, jetzt wisst ihr auch, warum am nächsten Tag frei ist nach dieser wunderschönen Tour. Und das ist so, dass Leute, ich war jetzt 80, 90 Mal, habe ich diese Tour jetzt schon gemacht. Und es gibt Leute bei mir, die sind zum Beispiel die Märzleute, die fahren seitdem ich im März fahre, 15 Jahre. Jedes Jahr fahren die mit nach Mallorca. Immer wieder dieselben. Und die waren auch schon 15 Mal diese Tour gegangen, weil die wird nie aus dem Programm rausfallen, wenn es nach Mallorca geht. Einfach, weil die Gruppe sich dort kennenlernt, weil die Stimmung ist sehr schön, es werden Witze erzählt. Ja, und so denke ich, das muss so sein, damit einfach auch der Spaß und die Freude ist. Und die Leute dann sagen, wenn wir aus dem Flieger steigen, schreib mich auf fürs nächste Jahr. Ja, also ich denke, bei deinen Motorradtouren ist das auch nicht anders, ne? Wie siehst du, wie es bei dir? Da sind ja auch immer, glaube ich, dieselben oder. Ja, ich habe Gott sei Dank auch viele, viele Stammfahrer. Bin jetzt nicht so der Musikpapst. Also da bist du, denke ich mir, ganz, ganz weit vorne. Was meine Touren ausmacht oder was mir da auch sehr am Herzen liegt und nicht nur mir, sondern auch meinen Tourguides. Ohne die wird es bei der Alpentour im Juni gar nicht funktionieren, weil wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Eine möglichst perfekte Kombination zwischen individueller Freiheit und wohltuendem Gemeinschaftserlebnis zu schaffen. Weil es gibt Leute, die scheuen sich davor, Gruppenreisen zu machen, gerade auch im Motorradbereich, weil sie dann denken, boah, da muss ich immer den ganzen Tag irgendeinem sprichwörtlich mit dem Schirm wie bei einer Stadtführung hinterherfahren und kann nicht mal nach links oder rechts schauen. Und das ist bei uns ganz, ganz anders organisiert. Wir haben immer verschiedene kleine Gruppen, die kann man jeden Tag wechseln. Es gibt immer verschiedene
Tagesetappen, also mal kurze, mal lange, je nach Lust und Laune fahren können, möchte ich heute mehr oder weniger Pausen machen. Also, und man kann auch sagen, am zweiten oder dritten Tag, was auch immer, ich habe hier in der Nähe mal Skiurlaub gemacht, ich würde gerne meine alte Hotelwirtin mal besuchen und klinge mich für heute aus. Da gibt es keine komischen Blicke und gar nichts und abends trifft man sich wieder und erzählt jeder oder jede von seinen oder ihren Erlebnissen. Und ich denke, das macht das aus dieser Tour, diese besondere Atmosphäre. Natürlich stehen wir, und das ist bei dir nicht anders, außer während der kompletten Tour auch im Vorfeld und im Nachgang unseren Teilnehmern zur Verfügung, wenn die Fragen haben, Tipps brauchen. Und ja, und was ich am Anfang schon erwähnt hatte, das Thema Sicherheit ist bei mir ganz groß, weil Motorradfahren ist ja, auch wenn es beim Wandern manchmal gefährlich sein kann, aber Motorradfahren ist ja von sich aus schon eine gefährliche Freizeitbeschäftigung. Deshalb das Thema Sicherheit. Wir empfehlen grundsätzlich jedem vor Beginn der Tour ein Fahrsicherheitstraining, geben da auch Tipps, an welche Anbieter man sich wenden kann, haben einige Jahre selbst welche angeboten. Und wir weisen auch immer wieder auf die Sicherheitsaspekte, besonders bei der Alpentour hin. Und bei der Kulttour im Herbst ist es so, dass da Stammkunden mitfahren und die teilweise Bekannte schon mitbringen. Und da ist das Konzept anders. Da bin ich alleine dabei und helfe den Leuten vor Ort in Eigenregie Gruppen zusammenzustellen und individuelle Strecken auszuwählen. Fahre selbst natürlich auch eine Tagesetappe, bei der man sich einklinken kann. Und das macht so den Reiz dieser Herbsttour aus. Und was für beide Touren gilt, und das hast du eben auch schon angesprochen, ist die Sympathie und die Wertschätzung, die sich alle Beteiligten entgegenbringen. Und ich freue mich auch immer sehr, wenn alte Hasen und die Frischlinge bei unseren Touren, wenn ich die begrüßen kann. Und wir sind auch alle immer ein bisschen traurig, wenn die Tour viel zu schnell vorbei ist. Und ja, von daher denke ich, ticken wir da ähnlich. Und das ist so ein bisschen die Philosophie der Bildungswerkreisen. Aber, Frank, ja, ich habe gerade gesehen. Ja, warte, gerade, ich mache den einen Satz noch und dann leite direkt über an dich. Damit das in Zukunft auch so erfolgreich bleibt, muss man ja ab und zu mal ein bisschen was ändern. Und wie kommt es bei dir dazu, eine Entscheidung zu fällen, okay, jetzt fahren wir mal woanders hin? Das wäre meine Frage an dich. Ja, ich wollte gerade noch mal ein bisschen zurück, und weil ich gesehen habe, der Matthias, der hat auch da unten so ein paar netten Sachen reingeschrieben, und da habe ich ja schon gesagt, ich freue mich, dass der Matthias auch heute da zuschaut, weil er ist auch einer der Teilnehmer, die mit mir schon unterwegs waren, und er hat wirklich auch passende Wörter unten eingefügt, und ich denke, Matthias kann das bestätigen, dass wir da immer sehr viel Spaß haben. Und ich glaube, ich erzähle auch da, es ist nicht nur, dass wir Spaß und Freude, sondern ich erzähle bei diesen Touren auch über Land und Leute, über die Kultur, über Geschichte und so weiter, ein paar Sachen. Denke, ich kenne schon einige Pflanzen und Tiere, die dort leben, wo wir sind. Und deshalb ist das, glaube ich, schon eine abgerundete Sache bei meinen Touren. Und deshalb freue ich, glaube ich, mich immer, wenn so viele Leute wieder dabei sind. Ja, du hast gefragt, wie das ist mit dem. Lass mich kurz nochmal dazwischen grätschen. Ich habe nämlich gesehen, die Moni hat auch ein paar ganz liebe Worte reingesetzt. Vielleicht für die anderen Zuhörer oder die später dann aus der Mediathek die Sendung nochmal nachschauen. Wir haben die beiden, also zumindest ich habe die Moni nicht bezahlt. Ich wusste gar nicht, dass sie heute Morgen dabei ist. Und ich gehe mal davon aus, Frank, dass du den Matthias Feu auch nicht bestechen musst. So viel noch als kleine Anmerkung von mir. Und dann gebe ich wieder zurück an dich. Ja, ich weiß nur, der Matthias hat letztes sogar unser Quiz noch gewonnen und hat schöne Utensilien vom Bildungswerk bekommen. Ja, du hattest gefragt, wie das ist mit den Zielen, die ich aussuche, die ich angehe. Ja, und da muss ich sagen, das ist wirklich so, dass diese Leute, die schon so lange mit mir reisen, oder wenn einer schon 3-4 Mal mit war nach Mallorca, und irgendwo kommt so während der Wanderung ein Gespräch auf und dann sagt er, ja Mensch, Madeira ist doch so schön. Und wenn du nach Madeira fliegen würdest oder fahren würdest, da würde ich direkt mitfahren. Und dann kommt der eine oder andere, ja, da würde ich auch mitfahren.
Und so werden die Touren, die ich aussuche, praktisch schon von den Teilnehmern vorgegeben. Also es ist wirklich, Madeira war, glaube ich, das zweite Ziel. Dann wollten die Leute nach Cornwall, dann wollten sie eine, und deshalb, das war, ist für mich eine wunderschöne Sache, ja, weil ich dann auch diese Vortouren machen muss, wo ich weiß, die sind nicht umsonst. Für diese Touren sind praktisch schon über 20 Leute im Vorfeld angemeldet. Und wir brauchen nur noch kurze Werbung zu machen, damit die Tour restlos voll ist. Und da freue ich mich halt auch immer, dass diese Sachen halt von den Leuten praktisch vorgegeben ist. Ja, du bist ja auch schon seit eh und je mit deinem Motorrad dort in Oberjoch. Wie funktioniert das bei dir? Wie machst du das? Ja, es ist so, zu den neuen Zielen, da geht es mir wie dir. Da kommen immer Tipps oder Anfragen aus der Gruppe, wobei die natürlich gerne auch mal weiter wegfahren wollen. Und ich, aufgrund dessen, dass die Organisation einer Motorradtour nicht immer so einfach ist, keine Touren wie die professionellen Anbieter durchführen möchte, wo man in 6, 7 verschiedenen Hotels ist und immer wieder packen muss und eventuell noch ein Begleitfahrzeug. Das sollen diejenigen machen, die im Jahr 30, 40 Motorradtouren machen. Da gibt es auch viele gute Anbieter, die das machen. Für Oberjoch, wo wir jetzt schon seit 2003 immer hinfahren, kann ich sagen, dass wir zum einen immer wieder neue Motorradfahrer dabei haben, die also Oberjoch noch nicht kennen. Deshalb kann ich da gut an diesem Ort festhalten. Und die melden sich auch bewusst für diesen Kümmerservice an, also mit kleinen Gruppen, einem eigenen Tourguide. Und die wählen das bewusst aus. Und für die Stammkunden, die da teilweise auch, ich habe, wie gesagt, wenn ich das lese mit der Moni, die sind teilweise 2,5, 2,6 zum ersten Mal mitgefahren, dann fahren die aus welchen Gründen auch immer mal ein Jahr dahin, die wollen mal ans Mittelmeer, mal andere Touren fahren. Und irgendwann nach Jahren kommt dann eine Anmeldung, ach, ich will wieder mal nach Oberjoch. Das, denke ich mir, ist so eine Art nach Hause kommen. Und ja, das macht das schon aus. Und was auch ist bei dieser Klientel der Wiederholungstäter, will ich es mal nennen, da bekomme ich auch neue Tourguides her, weil die den Vorteil haben, außer der Ortskenntnis, dadurch, dass sie in Oberjoch schon die Strecken fast so häufig gefahren sind wie ich, dass sie auch die Philosophie von uns, von unseren Touren verinnerlicht haben. Und von daher sind das die idealen Leute, um im nächsten Jahr dann wieder Leute über die schönen Strecken im Allgäu und Tirol zu führen und auch die wichtigen Tipps, Sicherheitstipps, Fahrtipps zu geben, damit ja, damit die Touren auch in Zukunft ja, erfolgreich bleiben und vor allen Dingen so gut angenommen werden. Und was wir noch machen, um so ein bisschen die Kundentreue zu halten, ist, dass wir seit 5 Jahren einen Biker-Stammtisch hier im Westerwald initiiert haben und die treffen sich oder wir, je nachdem, ich bin auch nicht immer dabei, weil hier ist es so, dass die liebe Silke, auch eine Bikerin, für die Orga dieses Stammtisches sich zur Verfügung gestellt hat und das liebevoll betreut. Das heißt, ich muss da gar nicht jedes Mal dabei sein, da geht es auch nicht darum, dass der große Guru einen Vortrag hält, sondern da wird einfach Benzin gequatscht, wie man das in Motorradkreisen so sagt. Und ja, daraus ergeben sich auch immer Nachberichte aus der letzten Tour von Leuten, die dabei sind und auch schon von Leuten, die noch nicht dabei waren. Die werden dann ein bisschen ja, neugierig gemacht auf die Touren danach. Da kommen also auch immer mal wieder Anmeldungen. Und so denke ich mir, ist das im Moment eine ganz gute Geschichte. Und du hast aber, soweit ich das weiß, auch für deine Teilnehmer außer der eigentlichen Tour immer mal ein bisschen was im Petto. Und da reden wir ja von ganz anderen Größenordnungen. Und lieben Dank noch an die Silke für die Unterstützung bei den Stammtischen. Ja, genau. Also ich mache also auch jedes Jahr oder
fast, wenn es möglich ist, wenn ich da bin, mache ich also eine Jahresabschlusswanderung für meine Wanderfreunde. Und da kann also, ich mache dann Rundmail, wer Lust und Laune hat, kann da teilnehmen. Und meistens handelt es sich dann um eine Wanderung rund um Binningen durchs Pommerbachtal, Villa Margareta, Klosterruine Rosenthal. Aber das Ganze ist dann gepaart mit irgendeinem wunderschönen Abschluss. Ja, entweder machen wir eine Schlagernacht in Binningen, da haben wir also schon den einen oder anderen Schlagerkünstler gehabt und haben also da noch eine schöne Fete gemacht. Dann sind wir zum Weihnachtskonzert zum Andreas Fulderer damals gewandert, nach Hambuch, da sind auch fast 100 Leute mitgewandert. Dann haben wir öfters die Multivision-Show von Rainer Meutsch, der dann in Binningen Fly and Help präsentiert. Und ich denke, die meisten Leute, die mit mir wandern, wissen, dass wir für Fly and Help auch da ein guter Partner sind und alle unsere Reiseteilnehmer können 5 € spenden für eine Fly and Help Tour. Und somit biete ich den Leuten dann auch diese Tour. Zum Beispiel sind wir nach Zürich gefahren mit einem Bus voll, 3 Tage nach Zürich, haben also dort den Weihnachtsmarkt in Zürich besucht, anschließend dann diese Multivision-Show mit Rainer Meutsch wieder geschaut und das war ein wunderschönes Wochenende in Zürich. Im letzten Jahr waren wir auf der Fly and Help Gala in Köln, wo auch wieder ein Bus mit über 50 Leuten voll mitgefahren ist. Eine Abschlusswanderung im letzten Jahr waren 120 Leute sind mit mir zum Pommerbach zu Villa Margareta gewandert, die haben da gar nicht reingepasst. Aber man sieht einfach, dass die Leute auch nicht nur mit nach Mallorca kommen, aber auch dann am Jahresende nochmal einfach den einen oder anderen treffen möchte. Und find ich immer doch eine ganz schöne Sache. Ja. Und ja. Markus, wie sieht es bei dir? Was wünschst du dir für die Zukunft? Hast du da irgendwelche Gedanken schon Ja, dir gemacht? was mich schon ein bisschen länger umtreibt, ist, da wir uns ja die Weiterbildung auf die Fahnen geschrieben haben, würde ich gerne mal eine Motorradtour als Bildungsreise anbieten, für die die Teilnehmer dann auch offiziell Bildungsurlaub beantragen können. Denn vieles, was wir während unserer Touren vermitteln, ist Weiterbildung im klassischen Sinne. Die ganzen Sicherheitsaspekte, Check, alles, was mit Motorrad, Motorradtechnik, Motorradfahren, Ausrüstung so zu tun hat. Aber dazu bedarf es eines anderen Konzeptes und da gibt es bestimmte Richtlinien, dass man täglich 6 Stunden Weiterbildung machen muss und dass da aber keine Erholung, Besichtigung oder die Fahrzeiten reinfallen. Und das ist bei einer Motorradtour nicht so einfach zu realisieren. Aber übrigens noch ein Tipp an die Zuhörer von den Sportvereinen. Also da besteht auch die Möglichkeit, Reisen mit verschiedenen Themen anzubieten, die man dann gegebenenfalls dann auch als Bildungsreise sich zertifizieren lassen kann und dass dann die Teilnehmer auch dort Bildungsurlaub beantragen können. Und da stehen wir natürlich auch gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Und ein paar Fachverbände, die machen das schon bei ihren Ausbildungen und Lehrgängen. Aber wie gesagt, das geht grundsätzlich auch bei Reisen. Es muss halt nur ein dementsprechendes Konzept erstellt werden. Ja, Frank, wir hatten ja im Vorfeld schon gesprochen, wenn wir von der Zeit her noch ein bisschen Luft haben, wäre das eine gute Gelegenheit, bevor wir dann zu der Planung für die nächsten Jahre kommen, noch die eine oder andere Anekdote zu erzählen. Jetzt haben wir aber doch schon 11:34 Uhr, deshalb würde ich vorschlagen, du erzählst eine und ich erzähle eine und dann kommen wir zu der Planung fürs nächste Jahr. Ich gehe mal davon aus, dass dir von deinen vielen Anekdoten locker mal eine einfällt. Ja, ich würde sagen, fang du mal an mit deinen. Ich überlege nochmal dann, ob mir noch eine einfällt. Gut, dass ich mir was geschrieben habe. Oh, das habe ich Also, nicht. was ich schon mal sagen kann, ist, bei den fast 500 Mitfahrer und Mitfahrerinnen ist das Bildungswerk auf jeden Fall für 2 Beziehungen verantwortlich. Also, die ohne die Bildungswerktouren
wahrscheinlich nicht als Paar zusammengekommen wären. Und ein Paar davon hat sogar schon Nachwuchs bekommen. Und mal gucken, ob der junge Mann sich dann auch irgendwann bei den Motorradtouren meldet. Ja, das wäre jetzt meine Anekdote gewesen. Vielleicht bist du jetzt soweit, Frank. Ja, also ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also bei meinen vielen Wanderreisen, ich habe ja, ich glaube 450 Leute jedes Jahr, die mit mir wandern. Und ich weiß auch nicht, wie viele Ehen oder ja, Partnerschaften daraus schon entstanden sind. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Leider gibt es auch leider gibt es auch Sachen, die nicht so schön sind, wo man liest, der war letztes Jahr noch mit, der ist leider nicht mehr unter uns. Das sind natürlich dann nicht so schöne Sachen. Aber im Grunde, ich könnte eigentlich Bücher schreiben. Ich habe da auch immer einen speziellen Freund, der ist sogar ja, aus Binningen, der mittlerweile 75 Wanderwochen mit mir gemacht hat. Und hat also auch alle Erlebnisreisen gemacht. Das ist der Muffa. Und ich glaube, in jeder Gruppe oder wenn ich jetzt irgendwo, wenn jetzt noch mehrere Leute hier zuhören oder zuschauen würden, dann wird sie, ach, der Muffa, weil den kennt jeder. Und das ist eigentlich so ein Unikum, der früher von zu Hause aus, ja, er war ganz schüchtern und mittlerweile ist er der Womanizer. Er sitzt im Bus, ist nur am Reden. Er hat vorher keine Frau angeschaut, berührt. Und ja, dann sagen seine Geschwister, Mann, Frank, was hast du aus unserem Bruder gemacht? Der ist ein ganz anderer Mensch. Und das freut mich, das macht mich auch stolz, weil ja, ich bin irgendwie so ein bisschen sein Vormund oder sein, ja, alles, was Franki sagt, das ist Fakt und deshalb freue ich mich immer, wenn Mofa dabei ist. Und er kann leider jetzt nicht mehr wandern, aber dafür macht er dann die Erlebnisreisen mit. Ja, dann ja, wirst du wahrscheinlich. Das war so eine kleine Geschichte. Ja, dann wird er wahrscheinlich auch demnächst bald die ein oder andere Einladung für Polterabend, Hochzeit oder sonst was ins Haus schneiden. Ja, das kann sein. Das kommt vor. Wie sieht denn die Planung aus für die nächsten Reisen? Werden ja immer längerfristig geplant, also so für die nächsten Jahre. Kannst du uns schon ein bisschen ja, was verraten? Genau, ich hatte ja im Vorfeld schon mal gesagt, dass ich also schon da mit den Hotels und mit Hotelchefs und so weiter schon in Verbindung bin. Habe also auch da schon neue Termine für nächstes Jahr stehen. Und die Leute, weil es bei mir war, ist es halt so, dass auch schon im letzten Jahr Leute sich für 21 angemeldet haben. Und damit ich alle bedienen kann, habe ich also für manche Hotels direkt doppelt belegt. Also dass ich erstmal den Leuten, die wir jetzt verschieben mussten, ja, die haben ja Vorrang, die können also praktisch dann diese Woche nehmen. Und dann gibt es noch eine weitere Woche für die Leute, die sich im Vorher schon angemeldet haben. Also so denke ich, ist das eine faire Sache. Also da muss ich keinem absagen, sondern ich kann also da dann auf zwei Termine ausweichen. Und so sind von den Touren her ähnlich wie in diesem Jahr, also im nächsten Jahr wird es jetzt keine neue Wanderziel geben, sondern die beliebten Ziele, die wir haben, werden nächstes Jahr auch wieder im Prospekt sein oder im Katalog. Und dazu kommen natürlich unsere Erlebnisreisen und das ist ja in Kooperation mit dem Reisebüro Herbolz, haben wir ja da wunderschöne Touren. Wir haben ja schon Südafrika, wir waren viermal in Namibia, wir waren in Brasilien, Thailand, in Australien und da haben wir also im nächsten Jahr zum Beispiel, geht es erstmal nach Vietnam, Laos, Kambodscha, das ist im Februar, dann ist eine Kanada-Tour, die dieses Jahr im Mai ist die jetzt ausgefallen. Die Leute haben sich aber komplett wieder angemeldet. Also da hat keiner abgesagt, sondern die Wander- oder die Erlebnisreise wird nur verschoben auf das nächste Jahr. Und die wird im Mai stattfinden. Dann fahren wir im September nach Peru und im November, Dezember geht es dann nach Neuseeland. Also wir haben noch ganz große Ziele noch ausstehen und wir hoffen natürlich, dass dann mit Corona
nichts mehr dazwischen kommt und dass wir alle die Reisen dann auch durchführen können. Und wer da Interesse hat noch an irgendeiner Tour, kann also immer sich melden, kann jederzeit bei uns anrufen und Informationen oder was kostet und so weiter, kann man alles bei uns erfahren. Ja, wie sieht es bei deinen Planungen? Was hast du für nächstes Jahr auf dem Tablet? Ja, also natürlich alles etwas bescheidener als bei dir. Die Alpentour, also sprich die Tour nach Oberjoch, ist bereits bis 2022 terminiert. Also da werden wir die nächsten, also einschließlich diesem Jahr, die nächsten 3 Jahre hinfahren. Und die Kulttour, die sogenannte, die also immer im Herbst stattfindet für die Stammfahrer und deren Bekannte. Allerdings kann man sich auch als Neuling für die Tour anmelden. Die ist grundsätzlich offen für alle, aber ich sag mal, der Gros der Klientel ist halt Stammfahrer und Freunde und Bekannte. Die wird in diesem Jahr wieder in Pfund sein, im Dreiländereck Österreich, Schweiz, Italien, allerdings in einem anderen Hotel, weil wir da im letzten Jahr nicht ganz so zufrieden waren und uns zeichnet dann halt auch aus, dass wir da schnell reagieren, so schnell wie möglich. Und deshalb habe ich im letzten Jahr während der Tour mir direkt vor Ort ein anderes Hotel, was mir ein Tourguide von uns empfohlen hat, vielen Dank dafür, lieber Jochen, angeschaut und war direkt begeistert. Und da werden wir in diesem Jahr hinfahren. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht nochmal nach Südtirol fahren, da waren wir schon mal, oder wie früher mal ganz in die Nähe, wieder nach Thüringen oder Franken. Das hängt wie bei dir auch immer auch von den Wünschen der Stammkunden ab. Ja, ich denke, wenn man das so hört, braucht uns da nicht Angst und Bange werden für die nächsten Jahre. Wenn so Sachen kommen wie Corona, da kann man natürlich nichts dran machen, aber wir sind gewappnet und wir versuchen für unsere Teilnehmer oder Kunden einfach das Beste draus zu machen und bieten da auch jedem Verein nochmal an, wenn einer sowas machen möchte, dann meldet euch einfach. Traut euch, ist kein Problem. Wir versuchen da zu helfen und dann wird das schon gelingen. Ja, ich denke, von meiner Seite aus war es das. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, unser Thema Bildungsreisen, Motorradreisen und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Und dann sage ich schon mal Tschüss und gebe nochmal gerade an den Markus zurück. Ja, also macht's gut. Ja, Motorradfahrer sind ja qua Ausrüstung schon gut gerüstet und haben ihren Corona-Schal immer dabei. Und in diesem Sinne hoffe ich auch, dass wir bald ohne diese Auswirkungen wieder unsere Touren machen können. Und sage auch von mir aus Tschüss und für die Insider immer eine Handbreit Asphalt unterm Reifen. Macht's Ja, gut und bis bald. wie Matthias schon schreibt, bleibt gesund. Ich glaube, das ist im Moment immer noch das Wichtigste. Ja, also, ciao, mach's gut. Ciao zusammen. Tschüss.